Neuer Tag, selbes Wetter bei der Rallye Dakar 2010. Und wie gestern müssen die Organisatoren die Etappe aus Sicherheitsgründen kürzen. Die zweite Spezialetappe zwischen Córdoba und La Rioja wird demnach für die Zweiräder und Quads nur 294 Kilometer und für die Geländewagen und LKWs nur 355 Kilometer lang sein. Zuerst sind die Motorräder dran. Es eröffnet Vortagessieger David Casteux, dicht gefolgt von Cyril Depré und Marc Coma. Während den ersten zwei Renntagen treten vor allem die Franzosen ins Rampenlicht. Samstag hat David Casteux dominiert, diesen Sonntag ist es David Frétinier, Vortagessechster, der auf der Strecke von Córdoba nach La Rioja die Bestzeit fährt. Nach 136 Kilometern noch Zweiter übernimmt der Franzose auf seine Yamaha nach 181 Kilometern die Führung. Weder David Casteux noch Marc Coma oder Cyril Depré kommen dem Mann des Tages hinterher. Und nach 229 Kilometern sind Frétiniers Verfolger mit einer Minute und 17 Sekunden Rückstand schon weit abgeschlagen. Der Franzose erringt mit dieser Glanzleistung logischerweise seinen 8. Etappensieg auf einer Rallye Dakar. An zweiter Stelle folgt ein weiterer Franzose, Vortagessieger David Casteux auf seiner 450er Charcot. In der Gesamtwertung liegt David Casteux weiter an der Spitze, gefolgt von zwei weiteren Franzosen, Cyril Depré und David Frétinier. Für Marc Coma war es heute ein schlechter Tag, denn den Katalanen wurden wegen zu schnellem Durchfahren eines Dorfes 22 Strafminuten aufgebrummt. Bei den Geländewagen ist es Nani Roma, der zuerst an den Start geht. Der Vortagessieger greift auch sofort an, verschätzt sich jedoch nach nur 2 Kilometern und überschlägt sich mit seinem BMW, was für ihn 15 Minuten Zeitverlust bedeutet. Nasser Al-Attiyah, der auf der ersten Etappe eher verhalten gefahren war, legt sich heute mächtig ins Zeug und liegt mit seinem Volkswagen nach 223 Kilometern vorne. Es folgen der Brasilianer Neves und der Franzose Gerlain Chicherit. Auch auf dem zweiten Streckenabschnitt lässt der Qatari nicht nach und erringt verdient seinen ersten Etappensieg für das Team Volkswagen. Gerlain Chicherit vom Team BMW X-Raid beendet die Etappe mit 1 Minute und 8 Sekunden Rückstand als Zweiter. Es folgen mit Maurizio Neves, Carlos Sainz und Marc Miller 3 weitere Volkswagen. In der Gesamtwertung übernimmt Al-Attiyah damit vor Carlos Sainz und Stéphane Peterrancel die Führung.